Hallo. Ich fange mit einer Zahl an, die wir jetzt heute schon zweimal gehört haben. Nämlich eine von fünf Personen stirbt bei der Überfahrt von Libyen nach Europa. Damit ist die zentrale Mittelmeerroute nach wie vor eine der tödlichsten Fluchtrouten weltweit. Direkt vor unserer Haustür, direkt vor den Toren Europas. Wir sind bereit. Jugend rettet und die übrigen zivilen Seenotrettungsorganisationen sind bereit, wieder aufs Mittelmeer rauszufahren, um das Sterben vieler Menschen zu verhindern. Doch die EU hat im Sinne ihrer Abschattungspolitik andere Pläne. Und so wird wissentlich und willentlich das Sterben an den europäischen Außengrenzen für eine rechtspopulistische Symbolpolitik in Kauf genommen. Infolge dieser Symbolpolitik, ihr habt es in den letzten Tagen und Wochen mitbekommen, ihr habt es jetzt in mehreren Beiträgen schon gehört, ist mittlerweile fast die gesamte zivile Seenotrettungsflotte aus dem Einsatzgebiet verbannt worden. Mit unterschiedlichsten Methoden, aber immer einer perfiden und geschickt angewendeten, protektionistischen und nationalistischen geprägten Politik folgend, werden Schritt für Schritt die unabhängig beobachtenden NGOs aus dem Geschehen gedrängt. Alle arbeiten dabei mit der Hilfe von unermüdlichen Freiwilligen. Bereits im letzten Jahr wurde unser Schiff, die Juventa, beschlagnahmt, am 2. August 2017 und liegt seitdem unter fadenscheinigen Vorwürfen und unnötig in die Länge gezogenen, haltlosen Ermittlungen im Hafen und rostet vor sich hin. Ein von Spendengeldern finanziertes Schiff, mit dem in den letzten drei Jahren über 14.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet wurde von italienischen Behörden im Auftrag der EU an die Kette gelegt. Um unsere Juventa festzusetzen, wurde ein Apparat in Bewegung gesetzt, der an einen schlechten Krimi erinnert. Telefone von Freiwilligen wurden abgehört. Die Brücke unserer Juventa wurde verwanzt. Es wurden verdeckte Ermittler auf einem anderen NGO-Schiff eingeschleust, um uns zu überwachen. Ich sage das auf Englisch, weil es sind Kinder da. What the fuck? Geht's noch? Also sind wir dabei, terroristische Vereinigungen zu gründen oder irgendwelche kriminellen Konstrukte zu schaffen? Nein, es geht um Seenotrettung, um das Retten von Menschenleben. Die italienischen Behörden haben schon 2016 tief in die Kiste repressiver Ermittlungsmaßnahmen gegriffen, um Seenotretterinnen loszuwerden. Das ist also nichts Neues, das geht seit Jahren so. Und nur um das klarzustellen, es gibt bis heute keine Nachweise einer vermeintlichen Straftat, was unseren Fall angeht und was die anderen Situationen angeht. Der gesamte Apparat in vollem Gange und nach über einem Jahr hat die Justiz keine Belege für ihre Vorwürfe, die breit in der Öffentlichkeit kommuniziert wurden, vorbringen können oder wollen. Und diese Methode setzt sich fort. Denn war es bisher vor allem Jugend rettet oder die Juventa, die von solchen Repressionen betroffen war, betrifft es seit diesem Jahr auch die anderen Organisationen, zuletzt die Aquarius, der die Flagge entzogen wurde. De facto sind hier gerade einsatzbereite Schiffe vor Ort, die nicht rausfahren dürfen, während im Mittelmeer weiterhin Menschen sterben. Es werden europäische Häfen verschlossen für Menschen, die nach Schutz und einem sicheren Ort zum Leben oder Überleben suchen. Gleichzeitig wird in Italien der nächste Schritt gegen SeenotretterInnen eingeleitet. In Trapani eröffnete die Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen 22 Aktivistinnen von Seenotrettungs-NGOs, unter denen auch 10 Juventa-Crewmitglieder sind, wegen angeblicher Beihilfe zur illegalen Einreise. Jahrelange Haft drohen gegen Einzelpersonen. Angegangen und blockiert werden also nicht nur die Organisationen und das Bild dieser Organisationen in der Öffentlichkeit, sondern es wird ganz gezielt gegen Einzelpersonen vorgegangen. Sinn und Zweck dieser Maßnahme? Wir sagen ganz klar, es geht um Abschreckung, sich politisch und praktisch für seine Überzeugungen einzusetzen. Wir sollen nicht mehr sehen und hören, was geschieht. Wir sollen uns fernhalten, sonst droht Strafe. Das ist absolut nicht hinnehmbar. Die genannten Beispiele sind nur einige Aspekte einer vollkommen entmenschlichten Migrationspolitik, die EU und ihre Mitgliedstaaten vorantreiben. Die Kriminalisierung trifft nicht nur uns Seenotretterinnen, sie trifft alle Menschen, die Widerstand gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus formen und Solidaritätsstrukturen aufbauen, die Seenotrettung betreiben, Abschiebung verhindern und sich für fundamentale Menschenrechte einsetzen. Diese Situation, dass Seenotrettungsorganisationen kriminalisiert werden, ist demnach auch ein Angriff auf uns alle, die für eine lebenswertere Gesellschaft kämpfen. Vor allem aber trifft es die Menschen, die aufgrund ihrer Migration oder Flucht kriminalisiert werden. Die bezahlen dafür mit ihrem Leben.
Solange keine regulären Einreisewege geschaffen sind, werden sich wohl noch viele in ein kleines, überfülltes Boot an einer der tödlichsten Grenzen der Welt setzen. Das muss ein Ende haben. Umso schöner ist es, heute und in den vergangenen Wochen eine Bewegung wie die Seebrücke zu sehen und die vielen Demonstrationen zu sehen, die eine breite Öffentlichkeit erreichen. Denn das ist ein positives Zeichen des Widerstands und es ist ein gutes Zeichen des Widerstands. Denn hier finden sich Menschen, die nicht akzeptieren, dass Europa eine Festung sein soll. Hier finden sich Menschen, die an genau diese praktische Solidarität glauben und ein Zeichen gegen die Politik der geistigen und räumlichen Abschottung setzen wollen. Wir wehren uns kategorisch dagegen, dass überhaupt zur Debatte steht, ob Menschenleben gerettet werden dürfen. Wir haben uns heute hier versammelt, um gegen die offensichtlich gescheiterte Migrationspolitik der EU und gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren. Wir gehen für die Rechte von Geflüchteten auf die Straße, für die Seenotrettungsorganisationen und für ein offenes Europa. Wir wollen zeigen, ja. Denn wir wollen zeigen, dass wir für die Einhaltung und Umsetzung grundlegender Menschenrechte dastehen und dass wir auf dem richtigen Weg sind dabei. Deswegen sagen wir als Jugend rettet, seid weiterhin laut, seht hin, seid aktiv und werdet aktiv für jene, die keine Lobby haben. Setzt euch ein dafür, dass das Sterben vor den Toren Europas ein Ende hat. Aktiviert eure Mitmenschen, streitet mit den besseren Argumenten, zum Beispiel Weihnachten, spendet für die Seenotrettungsorganisationen und jene Individuen, die sich juristischen Repressalien ausgesetzt sehen. Gemeinsam werden wir weiter dafür kämpfen, dass das fundamentale Recht auf Leben und Sicherheit praktische Geltung hat, egal ob auf dem Festland oder auf dem Meer. Denn Seenotrettung ist kein Verbrechen. Safe Aquarius und Free Juventa. Dankeschön.